Too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. So sexy it hurts. I'm a model, you know what I mean. And I shake my little touch on the catwalk. On the catwalk. On the catwalk, yeah. 7 days until the catwalk. Hi. Hey. Oh, ich bin fett. Oh, ich bin sehr fett. Darfst nicht rüberfahren, du, es gibt Damage. Ich weiß, ich habe schon nur noch 92 bei meinem Fahrrad. Oh, das ist aber nicht gut. Boah, da wie er seine BMX-Stunts hinlegt, krass. Ach Gott, ich bin da gar nicht drüber gefahren. Ach, das ist doch bescheuert. Ja, leck. Oh, jetzt doch. Hier richtig Downhill Racing. Woo! Ja, wieso? Man sollte doch eigentlich schneller werden, oder? Bergauf ist immer viel anstrengender, aber bergrunter fährt man nicht schneller. Hä, ja, das ist 7 Days. Das finde ich sehr einseitig. You are encumbered. Aber mit dem Fahrrad ist das aber gar kein Problem hier. Nee. Mit dem Fahrrad muss man nur... Oh. Oh. Hochstarter. Mit dem Fahrrad muss man nur echt mehr ausweichen. Das stimmt. Zumindest hier. In den anderen Dingern ja nicht. Nur in diesem komischen Feuerlevel hier. Oh, schönes Haus. Kann man bestimmt looten. Da war man schon drin? Ich weiß es nicht. Ja, da bin ich letztes Mal schon reingelaufen. Da ist alles gelootet schon. Ah, okay. Alles klar. Gut, dieser Loot-Dunstkreis weitet sich natürlich immer weiter aus. Ja, das stimmt. Stimmt. Everywhere, everywhere. So. Wow. Oh, ein Müllsack. Wer hat den denn nie abgelegt? Oh. Lol. Jetzt habe ich nur noch 90. Hey, Dito. Oh. Aber du bist viel öfter gefahren. Das ist richtig. Also ich fahre unvorsichtiger. Ja. Finde ich nicht gut. Ich muss ein bisschen Stamina hier gerade. So, da drüben sind schon die wunderschönen Häuser der Stadt. Sag mal. Vorsicht, ne? Vorsicht. Weißt du? Frosch. Linke Spur, ne? Der ist wieder nur am Schleichen da. So. Oh, da steht ein Auto. Oh, das stimmt. Also. Ich meine, theoretisch. Hm? Viel geschmiedetes Stahl. Finde ich gut. Ja, natürlich wieder für deine Stahlschaufeln und Stahl dies und Stahl das und Stahlzähne. Ja, natürlich. So sieht das nicht aus, Erik. Level up, juhu! Alter, wie viel Stuff einfach aus diesem scheiß Auto rauskommt. Von allem eins. Ja, ja. Oh. Boah. Grüße gehen raus ins Inventar. Uff. Uff. So. Boah, rüdel, rüdel. Uff, uff, uff. Wir fahren in den Zoo. Oh, guck mal, das Ortsschild ist wieder da. Oh, geil. Das holen wir uns jetzt. Und da ist wieder weg. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht, warum das angezeigt wird von Weitem. Wahrscheinlich, weil das eigentlich nicht gelootet wird. Ich weiß es nicht. Das war auch gerade nur zur Hälfte zu sehen, ne? So chunkmäßig halt. Ja, ja, genau. Hm. Übrigens, Tobi. Ja. I'm encumbered. Yeast. Encumbered. Oh, ich bin fett, ich komme den Berg nicht hoch. So. Fett bist du erst, wenn du richtig schnell runterfährst und nicht mehr stoppen kannst. So. Ah. Das war ein richtig schöner Ausflug mal wieder. Ah. Hab abgeschlossen. Oh, Gott sei Dank, ich bin diesmal nicht in den Graben gefallen. Das war knapp. Puh. Robi, ist wieder spät. Fährt oh, rein! Der Kaffee ist fertig. Ich muss nachher mal ernten. Und einen neuen Kaffee aufsetzen. Auf dem Feld natürlich. Ach, den sieht man ja jetzt. Ja. Jetzt, wo die ganzen Bäume wechseln. Ja, ja, ja. Uah. So, wie sieht's denn hier aus? Die Ausschmelzung? Oh, Alter, der schmilzt immer noch. Puh. Der weiter schmilzt, wenn wir weit weg sind? Ich glaube nicht, ne? Doch, der hat weiter geschmelzt. Oh, cool. Das ist schon ziemlich geil. Okay, Sham ist weg. Das hat wohl jemand gegessen. Ich weiß gar nicht. Ach, hier. Dose Hundefutter.
Das ist so viel Kram schon wieder. So, die nehme ich mal mit. Aloe Vera und Yucca-Frucht. Und das hier, den kann man mal direkt zerlegen. Die Dose schmelzen wir ein. Hier Blei, sobald da irgendein Slot frei ist. Pfeilspitzen aus Eisen. Sollte man die behalten lieber, um Pfeile zu machen? Oder sollte man die einfach einschmelzen und später wieder neue Pfeile machen? Ich glaube, das wird gescheiter sein, oder? Meinst du, wir brauchen Pfeil und Bogen noch? Ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht. Ich glaube auch nicht. Außer natürlich, dass es dann... Pfeil und Bogen ist in Wahrheit die ultimative Waffe. Das kann natürlich sein. Ist halt auf jeden Fall einfacher, Munition herzustellen, wie für eine Waffe. Ne? Das ist schon klar. Ja, das stimmt natürlich. Oh, endlich haben wir wieder lehmige Erde. Nice. Und trübes Wasser. Ich habe 2 lehmige Erde, cool. Vielleicht eröffne ich ein lehmige Erde Fachgeschäft. For all your lehmige Erde needs. Fachgeschäft. Oh, wir richten Küchen mustergültig ein. Miep, miep. Die habe ich schon lange nicht mehr gehört. Diese Radio-Jingles immer. Ja, voll geil. Ich stehe auf Jingles. Hanföl von Seidebacher. Oh, da, ich stehe auf fast alle Jingles. Vor allem, wie oft der Seidenbacher halt einfach sagt, ne? Seidebacher. Das ist ja extra, glaube ich, ne? Ja, ich glaube auch. So, noch okay, ein also Motor. Wenn du Benzinfässer findest, ne? Diese runden, großen. Ja. Nimm die mit. Ich glaube, wir haben nebenan welche. Da ist auch Benzin drin. Kannst du ja abschöpfen quasi. Ach, kann man. Ah, okay, kann man. Da, okay. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das geht. Du kannst auf jeden Fall aus einem Benzinfach machst du 600 Benzin, die du halt in diese Werkzeuge ballern kannst. Oh, das ist angenehm. Wir sollten langsam mal unsere Klamotten. Weißt du was? Ich pflück mal die Pistolen hier auseinander, oder? Ja, mach mal. Ich habe vorhin nichts gekriegt, als ich die Pistolen da gemacht habe. Ja, ich probier's mal. Hier, Holzknüppel brauchen wir doch auch nicht mehr. Komm. So ein paar Sachen können da nur echt weg. Er war aber besonders, Erik. Ja, das stimmt aber. Er hat seine besten Zeit auch hinter sich. Hier, Lederponcho kann auch weg. Puffermantel. Pflanzenfaser. Warum haben wir das noch? Kampfanzug-Oberteil kann ich noch gut tragen. Sieht ja auch gut aus. Bringt das was, wenn ich jetzt hier auseinandernehme? Nee, ne? Oh. Oh Gott. Bei Pflanzenfaser, Klamotten kriegen wir nur Pflanzenfasern zurück. Ich meine, das macht Sinn, aber... Ist doch nice, Erik, ist doch nice. Wir brauchen unbedingt Pflanzenfasern. Ja, gut, wenn du das sagst. Yucca-Seeds. Oh, tatsächlich. Yucca-Samen. Ja, let's go. Dann haben wir jetzt auch Yucca-Samen. Das finde ich sehr gut. Und dann können wir später mal nicht Yucca-Saft machen. Kann dich abkühlen und hydrieren. Er gibt dir auch die Ausdauer eines sexuellen Raubtiers. Was? Was? Da steht er wirklich. Was? Ja. Ja, das ist das, was da steht. Oh, okay. Die Ausdauer eines sexuellen Raubtiers. Was ist denn mit den Entwicklern, sag mal? Wollen die irgendwas kompensieren vielleicht? Ich weiß es nicht, Tobi. Was ist da los? Okay, bei Pistolen kriegt man drei Dinger wieder zurück. Drei Mechanical Parts oder was auch immer. Ja, ja gut. Besser als nichts. Ja, man will sich nicht beschweren und tut's trotzdem. Scheiße. Dreck. Jetzt reicht's mir aber. So eine verhohene Piepelung. So, Leder. Das dauert, glaube ich, eh noch ein Weilchen. So. Es müsste hier einen Knopf geben im Inventar. Der sofort alles drauf sortiert. Ja, dass man da drauf drückt und das, was in der Kiste drin ist, sortiert er von deinem Inventar aus da rein. Richtig, das wäre toll. Und das, was eben nicht drin ist, das lässt er nicht, das tut er halt nicht rein. So, das wäre halt echt. Ja, echt wäre schön. So einfach so ein Einsortierknopf quasi. Ja. Das wäre. Aber hey, wir wollen natürlich nichts Unmögliches von den Entwicklern verlangen, ja. Entschuldigung. So. Das ist der Dream-Tuben. Wo denn die Bonbon-Dosen hin?
Bong Bong? Ich weiß es einfach nicht mehr, Tobi. Ich weiß es doch nicht mehr. Ah, hier. Ach, da bist du auch gerade dran. Ich esse mal was. So, Flanellhemd, Lederponcho. Ich nehm diese alten Sachen mal auseinander, ne? Diese alten Anziehsachen. Damit wir die endlich mal. Hier so T-Shirt brauchen wir, glaube ich, auch nicht unbedingt. Kapuzenpulli, Pflanzenfaserhose, noch ein T-Shirt. High-Performance-Running-Shoes können, glaube ich, auch weg. Eisenhelm kann, glaube ich, weg. Die Militärhelme haue ich auch mal weg. Mütze, Pflanzenfaser, Kapuze. Noch eine Mütze. Baseballmütze, Cowboyhut. Sonnenbrille lasse ich. So. Und Steinaxt. Brauchst du die Steinaxt noch? Ja, ne? Unbedingt. Ja, ich weiß, es ist dein Lieblingssteinaxt, aber ich hab die jetzt einfach mal. Tobi, tut mir leid. Was hast du gemacht? Es tut mir leid, Tobi. Tobi, es tut mir leid. Bitte beruhig dich wieder. Diese Pflanzenfaserscheiß ist auch irgendwie so. Weiß ich nicht. So. So. Kapuzenpulli. Pflanzenfaserhose, Lederponcho. Oh, der dauert ein bisschen länger. Militärhelm noch länger. So. Oh, da habe ich noch einen Cowboyhut. Alter, diese Beschreibung manchmal, ne? Was denn? Hier bei Kies steht, das ist Kies, wie Steine, nur kleiner. Mhm. Bei Sand steht, wie Steine, nur viel kleiner. Und bei Stein steht, wie kleine Steine, nur größer. Hä? Boah, oh. Bescheuert. Also irgendwie hat er Spaß auf jeden Fall. Voll gut einfach. Ich find das gut, das ist sehr sympathisch. Hi. Oh, das war falsch. Zerlegen. High Performance Running Shoes. Ne. Ich geh mal kurz Jucca anbauen. Da geh ich mit. Ich habe sonst nichts zu tun. Oder brauchen wir noch irgendwas? Brauchen wir noch Steine? Ne, ich glaube, wir Steine haben wir. Oh, da ist so viel Kaffee. Oh, Kartoffeln können wir auch mal wieder machen hier. Wie baut man den, also wie macht man den Kaffee? Wie erntet man den? Du darfst nicht. Ach, du kriegst mehr raus. Okay. Ja, genau. Tut mir leid. Oh, okay. Dann gucke ich dir zu bei der Arbeit. Das kann ich eh viel besser. Ja, juhu. Also, warte. Seed, nee, da ist wieder Samen. Es ist mal Samen mal Seed. Okay. Zack, zack. Schneller. So, warte. 9 Kartoffelsamen kriegen wir jetzt dazu. Das wird immer schneller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voll geil. Holst du gerade die. Ach, die rote Tonne hast du schon da hinten weggeholt? Kann sein, ja. Ja, ich glaube, da war mal eine. Naja, besser als nichts. Oh, okay, das wird schwierig. Okay, Kaffeesamen. 23 Kaffeesamen kriegen wir jetzt. Da kommt die Sache langsam ins Rollen. Nice. So. Da können wir ja bald schon unsere erste Kaffeeernte einfahren und dann mal endlich mal Käffchen trinken, Tobi.
Ah, da mache ich uns eine schöne Bank und einen Tisch. Ja, geil. Oh, nice. Leute fragen sich, wozu wir diese Veranda brauchen, ne? Ja. Dann denk ich mir mal, ne, dann sitzt man da morgens, ich meine, trotz Zombie-Apokalypse braucht man ein bisschen Normalität im Leben, dann sitzt man halt erstmal morgens und trinkt aber erstmal seinen Kaffee, bevor der Tag beginnt. Ja, ist doch vollkommen legitim, hä? Ne? So. Kaffeesamen. So, wo ist denn Vera? Vera am Mittag. Vera hallo. Doch mal früher gekommen. So. Hallo, Vera geht auch bald los, Tobi. Da muss ich hier bald, ich muss die Felder bald ausbauen. Nice. Oh, spannend. Hey. Ja, hilft ja nichts. Wenn man sich ja kulinarisch natürlich auch ein bisschen, ne, und alles. So, die Mushroom Seeds. Dafür brauche ich Erde. Scheiße. Hast du gerade Erde da? Zufällig? Lehm? Lehmige Erde? Nee, ne? Ne. Scheiße. Wenn man braucht, hat man sie nicht dabei. Würdest du kurz welche holen? Lehmige Erde brauchst du einfach nur? Ja, genau. Wofür brauchst du die? Nur damit kann man diese Pilzsamen machen. Ah, okay. Ich weiß, unser Vorrat ist knapp bemessen und wir müssen sparen. Ja, eben deshalb, ja. Aber es ist halt fürs Überleben. Muss ich im Lager mal gucken, was die mir noch abdrücken, ne? Weil die sind halt echt die Pfeifen aus dem letzten Loch. Ja, ich weiß es doch. Ich hoffe, es geht. Sag mal. Manchmal trifft der einfach nicht. So. Achso, warte. Goldruten. Seeds. Oh, nochmal 12. Dann können wir bald leckeren Tee genießen. Es geht langsam voran. Was denn? Nichts. Sag mal. Ah, das siehst du gleich. Oh. So. Dann haben wir das auch mal geschafft. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das Video aufgrund der Anzahl der lehmigen Erde nicht jemand meldet. Also bitte nicht getriggert fühlen. Das wäre nett. Hä? Warte. Und schon ist es 39. Da geht's ja wieder. So. Da war die Welt noch in Ordnung. So. Ganz andere Geschichte. So, oh, sind das unsere Maisfelder hier? Krass. Ja, das sind unsere neuen Maisfelder. Da müsste auch mal jemand ran, aber ich bin momentan zu faul, ehrlich gesagt. Ja, wir haben ja gerade keinen Bedarf, also passt das schon. Mais geht eigentlich immer, ne? Also so zum Essen. Aber man muss so unglaublich viel davon fressen. So. Und da würde ich auch gerne mal erkunden gehen, aber ich glaube, im Schneegebiet verrecken wir halt sofort wahrscheinlich. Das kann sein. Warte mal. Yucca-Seed. Wo kann ich denn Yucca mal hinpflanzen? Hm? Ah, ich hab gerade hier die Mülldings da geguckt. Das ist eine Glasscheibe, so der, weißt du, der Hammer. Wow. Ich überlege, ob ich unsere Felder vielleicht ein bisschen einengen soll. Nicht pro Feld eine Sache, sondern pro Feld zwei Sachen. Das könntest du natürlich machen. Würde Sinn ergeben, glaube ich. Wäre sogar, glaube ich, besser, oder? Dann könnte man Kartoffeln und Pilze auf einem Feld machen für Gemüsesuppe. Dann kriegen wir auch mehr unter, glaube ich. Ja, doch. Macht Sinn. Das macht Sinn, ne? Erisch. So. Ich bin zwar immer für riesige Felder, aber in diesem Fall sieht man die Vernunft, weil ich weiß nämlich nicht sonst, wie ich das alles unterkriegen soll. Am Ende. Was hast du gesorgt? Am Ende, Tobi, am Ende. Am Ende sind wir alle Arsch.
Blöd. Privat. So, okay. Was ich neben Kaffee mache, weiß ich noch nicht genau. Kaffee, noch mehr. Hier ist Aloe. Da muss ich aber meine Hacke noch holen. Aloha Vera. Hallo Vera. Aloha Vera am Mittag. Neben Goldenrods kommt dieser andere Scheiß. Vielleicht mache ich neben Kaffee die Heidelbeeren. Oder ich lasse es erstmal und guck mal, was da noch kommt. Neben Goldenrod kann ich diese Chrysanthemen, Chlamydien, ja, die Chlamydien einpflanzen. Ich brauche mal eben meine Hake. Dann kann ich nämlich die Yucca-Pflanzen schon mal einpflanzen. So. Tobi? Ja? Kommst du bitte mal ganz kurz? Ja? Ich eile. Wohin denn? Wir kriegen hier sehr viel Besuch von Soldaten. Was? Und hier sieht das eine Einzeltante. Also im Grund kommt hier eine Krankenschwester tagsüber lang geladen. Ach krass, hier. Aber bei unserem Haus ist gerade... Ja. Warum kommen da so viele Soldaten auf einmal? Oh, da hinten auch. Da kommen noch irgendwelche zu anderen Dingern. Wow, wow, you're in the army. Wow. Oh, schön, wenn man wieder nicht trifft. Oh, die halten aber eine Menge aus. Gerade noch drüber nachgedacht, wie cool es wäre, wenn man jetzt noch mehr leveln könnte. Bevor es raus auf dem Fahrrad, glaube ich. Okay, hinten kommen die anderen Boys. Was sind das für andere Boys? Sind das die Luftschutztypen da? Ach, warte mal, von hinten kommen noch drei Soldaten. Von hinten kommen noch drei Soldaten. Tschüss. Tschüss, Bruder. Lustige Geräusche, wenn man auf den Helm klopft. Ja, wie wenn du Eisen abbaust. Wie noch mal ein Schraubschlüssel. Das war's. Flunk. Okay, hier kommt noch die Sondereinheit. Nochmal drei Fraggles. Hä, ist das nicht... Ist das nicht Dings? Artyom? Es ist böse. Es ist böse, wie es lustig ist. Hey, Artyom. Warte mal, nimm mal kurz Abstand. Ja. Kannst du das ausprobieren? Okay, schade, es klappt nicht. Ich wollte hinten auf das Ding schießen. Ja, das wäre natürlich vielleicht. Aber leider nicht. So. Artyom. Metro, only Metro. Diese Werbung auf YouTube immer. Okay, gut, dann habe ich das. Ich wollte die Hacke holen gerade. Ich hab schon fast wieder ein Level up, nice. Sag mal, ich hab immer Freezes und plötzlich bin ich woanders. Das habe ich aber gerade auch gehabt. Irgendwo ist der schief. Gut ist, wenn man da ist, wo man eigentlich hin wollte. Aber man merkt schon, wir leveln zwar und es ist noch nicht mal Blutmond, aber das kommen halt jetzt schon andere Zombies einfach, ne? Ja. Also, ja. Ich weiß halt auch überhaupt nicht mehr, wann theoretisch gesehen Blutmond gewesen wäre jetzt. Ich weiß es auch nicht mehr. Das ist aber jetzt nicht hoffend. Ich hoffe, es ist jetzt nicht heute. Nee, ich glaube nicht. Weil theoretisch wäre, also wenn wir noch nach normalem Rhythmus gehen, wäre heute der Blutmondtag. Dann wäre heute Blutmond, genau. Ich hoffe mal, das hat sich umgestellt und nicht erst danach. Ich weiß. Das wäre so ein bisschen cool, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, Abend, ja. Boah, wir können da einmal ein paar Pflanzenfasern rauchen. Schöne, schöne. So, warte. Was ist hier? Hier wollte ich einen Kaffee rein. Oh, da kann ich ja nochmal Kaffee einpflanzen. Und Goldenrod. Mühsam, und jetzt hier das Eichhörnchen. Und eine Kartoffel, die kann ich auch noch einpflanzen.
Grünrot. Samen. So. Und die eine Kartoffel wieder rein, weil es ist so schön. Oh, ein Yucca. Wir kriegen noch einen Yucca vor. So. Okay, dann kann ich von allem noch genau einen Samen einpflanzen. Das Leben ist schön, Tobi. Das ist genau mein Ding. Dieses Rumpimmeln, das ist genau richtig. So. Penis. Ach, bist du. Aber dafür sind die Felder ja bald fertig. Wenn das weiter so ja, Mann. Dann habe ich keine Ausreden mehr. Das Haus wollte man weiterbauen. Haben wir schon wieder Zement? Nee. Ich mache mich gleich an der Arbeit. So, Kartoschka. Lubimir. Dann hier drüben. Ach, das waren nur Pilze. Kaffeesamen, Goldenrod-Samen. Ein Käffchen kommt noch dahin. Da ist es fast nicht so schlimm, hätte man den jetzt ausgelassen, weil da haben wir jetzt wirklich genug. Und ein Goldenrod, ich glaube, da wäre es auch nicht so schlimm gewesen, aber dann haben wir den schon mal weg. So. Du, ich trinke mal was, ne? Gönn dir das mal, Irisch. Ich gönn mir mal richtig einen Schluck aus der Bulle, du. Oh, schön. Nach der Wüste auf jeden Fall ganz gut. Und noch ein paar Eier in den Hals. Schön. So. Dann steigt die Ausdauer auch wieder ein bisschen. Was gibt's Schöneres? So. Na, dann geht der Spaß ja wieder richtig los. Bei mir auf dem Channel. Tobi, schnapp dir doch auch eine. Was denn? Eine Hake? Ja, mach ich gleich. Ich komm sofort. Also, natürlich nur, wenn du willst. Ich zwing dich jetzt nicht, ne? Aber mach doch mal. Ich mach hier gerade noch... Ich mach hier gerade mal eine Ladung mit dem Erdbohrer. Hol noch ein bisschen Eisen hier unten raus. Oh, das ist cool. Ehrlich gesagt, bin ich... Also, wenn man mal eine Eisenader gefunden hat, ne? Ich weiß nicht, was hast du vorhin aus einem Eisenbruchstück rausbekommen? 5 pro Eisenbruchstück. Boah. Ja, da kommst du mit einer Ader halt schon echt weit hin. Okay, das ist cool. Aber ich habe jetzt schon wieder... Warte. Ich habe jetzt schon wieder 326 Bruchstücke. Okay, das ist nice. Kann man da sich eine richtige Stahlfestung machen, wa? Theoretisch. So. Nichts ist unmöglich. Boah, ich finde es immer noch schwierig zu erkennen, wo man jetzt umgegraben hat und wo nicht. Das ist echt immer noch schwierig. Das sieht aus, als hätte ich noch nicht umgegraben. Es ist, ja. So. Ich mache aber nicht das ganze Feld, ne? Ich grabe jetzt hier schon mal ein bisschen was an, dann mache ich das auch mal in den nächsten Folgen mal weiter oder zwischen den Folgen oder so, weil... Nee, bloß nicht. Das ist ja nicht spannend. Also in Minecraft hätte ich jetzt spannende Themen erzählt. Aber was gibt's denn da jetzt gerade? Nix eigentlich, ne? Ungaluado hat man schon. Ich könnte mich jetzt aufregen, dass man auf Versandkosten Zoll zahlen muss, weil das ja eigentlich zum Produktwert gehört. Ach, muss man? Ja, das muss man jetzt. Und das ist eigentlich echt ein Witz. Das ist wirklich ein Witz. Und eigentlich kostet das Ding ja, ne, das, was du kaufst, kostet ja nicht so viel wie die Versandkosten. Und wenn du aber aus Kanada was kriegst, ja, dann zahlst du halt horrende Versandkosten. Weil da nämlich die Dienstleister fair bezahlt werden. Behaupte ich einfach mal. Ich hoffe, bei uns auch, Erik. Bei uns auch, Erik. Also das kannst du jetzt nicht sagen, ja. Klar. So ein DHL-Fahrer, ne? Klar, der ist natürlich... sind doch absolut fair. So ein DHL-Fahrer ist natürlich sauer, wenn er sich einen zweiten Pool nicht leisten kann im Haus. Das verstehe ich schon.
Oh. Oder gerade auch bei Amazon, ne? Also die zahlen natürlich Spitzentarife. Auf jeden Fall. Das merkt man aber auch an den Arbeitern, weil die halt einfach super motiviert sind und ihren Job auch gerne machen. Klar. Man versteht wie bei uns der Fahrer. Die Frage stellt sich ja heute, ne? Früher hast du mal so gedacht, ja, wenn mein Sohn irgendwie dann, der wird bestimmt mal Pilot. Und heute, der wird bestimmt Amazon-Fahrer. Ja, jeder, ja, jeder spricht darüber. Ja. Das absolut ist wie damals, ne, wie damals in der Klondike, ne, Dagobert Duck und so, Goldgräberstimmung. So ist das heute, Goldgräberstimmung einfach. Ja. Yeah. Ich bin absolut verantwortlich für alles, yeah. Absolut. Das ist ein Traum. So. Wir haben ja so eine Überwachungskamera, ne? Bei uns. Ja. Die springt immer an, wenn wir weg sind oder auch nachts und sowas. Und da waren wir mal weg, da waren wir unterwegs in Berlin auf der Demo und kriegen so eine Meldung, so Person gesichtet auf der Kamera, ne? Und dann guckt man mal immer so, was ist da los? Und das war aber so Mittag. Und dann haben wir so einen Hermes-Fahrer gesehen, ne? Haben wir auf Video. Der hat geklingelt, also der ist quasi zur Haustür gegangen und hat im Klingeln aber schon umgedreht. Hat aber auch keinen Zettel geschrieben und gar nichts. Der ist einfach wieder gegangen. Der hat, du siehst richtig, wie der auf den Klingelknopf drückt und schon kehrt macht und geht. Ja, der hat gewartet, ne? Erik, der hat gewartet, dass du endlich aufmachst. Ja, 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 richtig. Der schon im Wagen hat er wahrscheinlich eine Stunde gewartet. So. Boah, das war... Das und ich weiß halt bis heute nicht, was das für ein Paket war, weil wir haben auch keinen Zettel im Briefkasten. Nichts. Cool. Also, vor allem, was passiert mit so einem Paket? Geht das zurück oder lässt das verschwinden irgendwo? Ja, das weiß man halt nie so genau, ne? Ja. Schon krass, schwierig, was da manchmal mit den Paketfahrern abgeht. Schwierig. Und dann sitzt man natürlich zu Hause, weißt du, und du wartest halt dann auch auf deinen 10. goldenen Play-Button und dann kommt er einfach nicht. Weißt du? Und dann ärgert man sich ja auch. Bist du das gerade, der die Geräusche macht? Nee. Hallo, ich bin das Folgenende. Boah, warte, ganz kurz. Ich mache diese Strecke hier, mache ich noch kurz zu Ende und dann pflanze ich aber noch schnell das Zeug ein, weil ich will das Feld nächste Folge eigentlich nicht mehr sehen. Obwohl ich eigentlich noch den Rest machen müsste, damit hier so ein kleiner Trampelpfad in der Mitte ist, wie bei den anderen Feldern nicht. Kann man das eigentlich wieder entdingensen? Nee, ne? Ich glaube nicht. Entumgraben? Weiß ich, ob man da lange genug drauf läuft? Ich habe keine Ahnung. So, guck mal. Juckerpalme. Da möchte ich mich draufsetzen. Mach doch einfach mal. Aber vorwärts. Sieht nicht so beeindruckend aus, ehrlich gesagt. Schade. Ja. Hab mir das auch schmerzhafter vorgestellt. Ja, Tobi, ja, dann war das ja wieder eine wunderschöne Landwirtschaftssimulator-Folge. Ja, aber es sieht echt schön aus, was du hier kredenzt hast mittlerweile. Schön. Wird auch langsam. Also wir können uns, ne, wir sind bald richtige Selbstversorger. Das haben wir dann bald geschafft. Wenn man sich das hier so anguckt, sieht das halt absolut null nach Apokalypse aus. Ne? Und so muss es ja auch sein. Genau. Wir wollen uns in Zeiten der Apokalypse auch unsere Menschlichkeit bewahren. Ja. So, deswegen, 7 Days become human. Das ist ja unser Motto. Ja, mal gucken. Es geht voran. Unsere Behausung geht voran, die Felder gehen voran. Also wir werden bald schon und so. Mal gucken. Und ich bin ganz ehrlich, beim nächsten Blutmond werden wir sowas von überrannt und wir sind sowas von unvorbereitet. Es wird eine wahre Pracht unterzugehen. Ich freue mich aber drauf. Auch ich untergehen auch. Kann Spaß machen, wenn man ich mit Style auch untergeht. Ja, das wird nicht passieren. Aber gut, wir werden, irgendwas wird passieren. Und ich bin gespannt drauf. Yeah. Boah, Alter, wie er. Oh, guck ihn dir an, den alten Angeber. Der BMX-Fulk, Alter. Schön. Ja, dann nächste Folge. Ja, würde ich behaupten, ne? Alles klar. Freue mich schon, wenn dann zwischen den Folgen wieder ganze Action kommt. In den Folgen immer nur Felderbau, zwischen den Folgen immer die Kämpfe. Weißt du? Immer das Gleiche. Ja, so machen wir das ab sofort. So. Geil. Alles klar. Ich habe mich mal hier schön zur Sonne. So, sehr gut sieht das aus. Prima.
Dann bis zur nächsten Folge, Tobi, ne? Und liebe Zuschauer, vielen Dank fürs liebe Zuschauen. Ja, danke. Ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss.